Guck mal, 475 Euro Neukundenbonus. Klingt toll, oder? Aber wie geht das? Ganz einfach. Für deinen Partner und dich schon mal 100 Euro. Und nochmal je 75, wenn ihr sportlich seid. Und es gibt sogar noch mehr. Auch 75 Euro für jedes eurer Kinder. Das lohnt sich richtig für euch. 475 Euro Sofortbonus für sportliche Familien, wenn ihr jetzt zu IKK BB wechselt. Psst, nur für kurze Zeit. Herr Robert, am Wochenende sind wir mit viel Kampf in die nächste Runde eingezogen gegen Neuruppin. Fass doch mal ganz kurz das Spiel zusammen. Wie hast du das Spiel gesehen? Was war gut, was war schlecht? Ja, grundsätzlich sind wir alle froh, dass wir in die Runde weitergekommen sind, weil das ist im Pokal das Ziel. Ja, da ist es mir als Trainer dann am Ende auch egal, ob man 1-0 gewinnt oder 5-6 oder 18-0. Ist völlig egal. Es wird von Runde zu Runde immer schwieriger und wir haben die Hürde genommen. Wir sind gut reingekommen, haben in der ersten halben Stunde das Spiel dominiert, müssen da schon 1-0 in Führung gehen, verpassen das Ganze und holen dann den Gegner mit ein paar individuellen Fehlern im Spielaufbau zurück und geben ihnen dann auch ein paar Chancen. Aber das haben wir in der Halbzeit dann korrigiert, angesprochen und aufgrund der ordentlichen zweiten Halbzeit dann am Ende auch verdient gewonnen. Ja, nun ist es so, die Pokalrunde, die kommende, also das Viertelfinale wurde jetzt ausgelost. Uns wurde Optik Rathen zugelost, vermutlich von den Losen eines der schwereren Lose, die wir haben treffen können. Du kennst Optik Rathen. Du hast ein Spiel dort gespielt. Sehr gut informiert. Ja. Genau, mit Neugersdorf und dort aber auch verloren in Rathen. 4-1 oder 4-2. Jedenfalls. Wie ist die Rate noch in Erinnerung? Ja, aufgrund dieses Spiels natürlich nicht so gut. Ne? Das war nach meiner Kreuzbandverletzung und der Rückkehr nach Neugersdorf das erste Regionalligaspiel wieder. Wir hatten dort keinen Stich. Also wir hatten in dem Jahr sowieso keine gute Regionalligamannschaft mit Neugersdorf mehr. Und aufgrund der langen Zeit, der echt auch aus war, habe ich dort auch kein gutes Spiel gemacht. Das war mir dann alles ein bisschen zu schnell. Wir freuen uns jetzt auf das Los. Ja, wir haben bis dahin erstmal noch ein paar Oberligaspiele zu gehen. Wir werden uns dann dementsprechend auch auf Rathenow wieder vorbereiten. Es ist ein Gegner auf Augenhöhe, ne? Die spielen in der Nordstaffel, gleiche Liga. Und wenn man ins Finale kommen will, dann muss man halt auch in Rathenow bestehen. Ja, kommen wir nun zum Tagesgeschäft. Am kommenden Wochenende, am Samstag, hier im Sportpark Rischow, Einheit Wernigerode zu Gast. Wir haben relativ immer gut ausgesehen gegen Wernigerode und immer gute Spiele gemacht, immer heiß umkämpft, will ich es mal sagen, aber meist sind wir als Sieger hervorgegangen. Wie hast du dich mit dem Gegner beschäftigt? Wo siehst du die Stärken? Na, grundsätzlich macht Wernigerode schon jetzt seit 2-3 Jahren richtig gute Arbeit. Es ist eine Truppe, die größtenteils auch immer zusammenbleibt. Das heißt, die kennen sich ganz gut untereinander. Die Duelle mit Bischofswerda waren ähnlich, immer torreich, immer viel Spektakel. Und von daher wird es wieder ein interessantes Spiel werden. Ich sehe Wernigerode etwas stärker, als der aktuelle Tabellenplatz das wiedergibt. Sie sind zwar jetzt im Sachsen-Anhalt-Pokal ausgeschieden, aber waren davor auch drei Spiele ungeschlagen, unter anderem in Bischofswerda einen Punkt geholt. Deswegen wird es eine knifflige Aufgabe, der wir uns aber stellen. Und für uns ist das oberste Ziel natürlich, dass wir die drei Punkte hier bei uns in Krischow behalten. Ja, kommen wir mal auf den Kader zu sprechen. Jetzt am vergangenen Wochenende, Zuri hat sich verletzt am Knöchel. Wie sieht es da aus aktuell? Und wie sieht es mit den Verletzten aus, die jetzt gefehlt haben, wie Tobias Gerstmann oder Colin Raag oder Leo Fellenträger? Kommen die zurück? Ja, wir haben gestern Kader bekannt gegeben und bis auf Zuri, der ja wie gesagt mit dem Sprunggelenk da Probleme hat, sind soweit alle fit und wir hatten mal wieder seit langem die Qual der Wahl, um die 18 Mann zu nominieren und deswegen sage ich jetzt mal,
wir können noch nicht zu 100% aus dem Vollen schöpfen, weil gerade die, die länger verletzt waren, noch ein bisschen Spielpraxis fehlt. Aber zumindest ist die Entscheidung sowohl für Kader als auch für die Startelf, die wird nicht so einfach sein. Gut, dann freuen wir uns auf kommende Wochenende, auf Einheit Wernigerode. Und ja, hoffentlich bleibt es bei unserer guten Bilanz, bei unserer positiven Bilanz. Und wir gehen wieder mit 3 Punkten oder bleiben mit 3 Punkten zu Hause. So sieht's aus. Dankeschön. Danke.